Willkommen zu unserem Walibi-Belgien-Parkbesuch. Wir sind hier heute zum ersten Mal. Ich bin schon sehr gespannt auf die Achterbahn. Wir sind jetzt im Park drin. Da hinten sehe ich schon die erste Holzachterbahn. Hier gibt es einen Shop direkt am Eingang. Also der Park ist auch in verschiedene Welten eingeteilt. Karma World, okay. Und hier seht ihr so die Attraktionen. Hier am Eingang haben wir gleich ein schönes Karussell. Dann gehen wir mal Richtung Fluss. Anstehen wohl 90 Minuten für diese Vampire-Bahn. Kurz und knackig, würde ich sagen. Richtig knackig. Und wie fandst du die Bahn? War okay, aber du hast schon viel gelacht. Ich hatte den Eindruck, das war schon recht okay für dich. Aber sie war sehr wackelig. Aber zum Glück, die Seitenteile am Kopf sind nicht so hart, dass man nicht ganz so sehr sich verletzt oder so. Naja, mir hat es schon ganz schön auf die Ohren gedrückt. Okay.
Schon krass. Solo mal was essen. Die Warteschlangen sind halt heute echt ganz schön lang. Ich dachte, Dienstag ist nicht so schlimm. Hier kann man sehen, was es so zu essen gibt und in etwa die Preise. Preise sind schon, ja, es geht so. Kindermenü 8 Euro. Pizza 15 fast. Das hier ist eine Portion Bolognese für Kinder mit Menü. Da ist ein Getränk dabei und auch noch ein Eis. Das holen wir dann draußen scheinbar. Und Pauline hat sich einen Salat bestellt. Hier haben wir den Pulsar. Den will ich jetzt mal filmen. Von der Ferne habe ich den schon angeschaut. Thank you.
Also die ist zwar ähnlich wie im Phantasialand, aber rückwärts fährt sie nicht. Ja, da wird man ein bisschen nass. Ja, aber jetzt geht's rückwärts. Nein, wenn die rückwärts fährt. Wir gehen jetzt zur Conda. Das ist eine neue Achterbahn hier. Im Moment ist die Bahn leider geschlossen. Wir gehen dann erstmal zu der anderen kleinen Bahn, die hier mit den blauen Schienen. Das Theming hier ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Oh!
Nicht wieder her. 20 Minuten Wartezeit geht auf. Kann man mal machen. Dann. Aus, also von außen fährt man irgendwie auf der einen Seite vom Gebäude einmal hoch und einmal da hinten hoch. Ja, bin gespannt. Stop the system! Stop the system! Stop the system!
Ja, das ist der Grund, weshalb ich mich nie informiere über Parks, weil ich jetzt gedacht hätte, das geht einfach nur gerade nach oben und dann kam der Loop und ich dachte, oh my God. Ja. Hier in der Ecke sind jetzt nochmal, glaube ich, zwei kleine Achterbahnen, aber mit denen fahren wir jetzt nicht. Hier hinten ist so ein Bereich, der eher für die Kleinen wohl gedacht ist. Mit dieser Bahn hier möchte ich lieber nicht fahren. Mit einer ähnlichen bin ich in Israel im Luna Park gefahren. Das war einfach nur die Hölle. Also insbesondere das Rückwärtsfahren dann. Vorwärts geht fast noch. Danach so schlecht. Wir werden jetzt gleich den Park wieder verlassen. Ich muss aber sagen, es hat sich gelohnt herzufahren. Es gibt hier echt viele Achterbahnen, hat mir super gut gefallen. Insbesondere die Conda, die war eigentlich die coolste Bahn. Ja. Das ist ja auch die neueste und die fand ich am besten. Was sagst du insgesamt? Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen. Fand auch die Conda am besten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen fetten Daumen nach oben und abonniert uns den Kanal. Tschüss! Tschüss.